Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward. Identification of the felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, aye, get lost. Place on the edge of the red light district where we can lay low. But my hands are all messed up, so you better drive, brother. Meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei GTA 3. Wie irgendwann angekündigt, machen wir das jetzt Let's Playen und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Oh, was ist denn jetzt los? Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Wir sehen uns. Bis gleich. Also ich werde ja auch nicht so oft reden beim Let's Play, ne? Bis dann. Bis gleich. This is the place right here. Let's get off the street and find the danger close. I know this guy. He's connected. His name is me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over there. Ja Leute, und das ist GTA 3. Ihr wisst ja, ein Let's Play, was wir jetzt machen werden. Jede zwei Tage kommt ein Part raus. Jeden zweiten Tag kommen zwei, sag ich mal. Jeden zweiten Tag kommen zwei.
wait here, man. I'm not going to talk to Luigi. Ich muss hier oben öfters antippen, sonst geht der Bildschirm aus, dann ist die Aufnahme unterbrochen. Also tut mir leid, ne? Say hello to 8-Ball, lady. 8-Ball got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls is a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Ja, wir arbeiten anscheinend für die Mafia. Also ich glaube nicht so ein guter Job, aber naja, gut, man sieht das ja. Ne? Tippe das Radar an, um eine Karte, der Stadt zu öffnen. Deine Ziel. Was? Also hier, man sieht, das ist die Karte von GTA 3. Sie ist ziemlich groß und man kann da oben zum Beispiel hin, man kann hier hin. Aber es ist halt noch nicht alles freigeschaltet, das heißt, wir müssen uns das erstmal freischalten. Und wie gesagt, es wird ein Let's Play werden, nicht so wie Vice City, es wird ein Let's Play werden. Ich habe gehört, es soll eine Mission geben, Bombenanschlag oder so 2, dass es sauschwer ist, wegen der scheiß Steuerung. Ich merke selbst gerade die Steuerung, die ist jetzt nicht so gut, da ist sie in Vice City besser. Bloß in Vice City ist ein Bug drin, das haben auch, glaube ich, ein paar andere Leute mal zu mir gesagt, zwei Abonnenten von mir, dass die auch das gleiche haben. Gleichen Fehler, man muss Lance Vance Dance eigentlich, ne, man, das steht Vance drauf, also V, so, in der Villa, aber das Ding ist, er taucht halt nicht auf, man sieht die Markierung nicht und das ist ein Bug und das macht WhatsApp Games auch nicht fixen, also das ist eben ein bisschen scheiße, aber naja, gut. Aber wir werden nach diesem Teil nochmal GTA Vice City durchspielen, versuchen, machen wir natürlich noch alles von vorne nochmal. Ist ja auch nicht so schlimm. Und dann fangen wir mit GTA San Andreas an. Aber ihr könnt auch entscheiden, ob wir danach GTA San Andreas zocken sollen. Anstatt Vice City. Aber mal gucken. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ne? Ich fahre jetzt ein bisschen um die Stadt herum. Ich sag bei diesem Let's Play nicht so viel, weil ihr müsst halt euch ein bisschen mit der Atmosphäre vertraut machen. Ab zweiten Part ist mehr Gerede wieder dabei. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Ne? Wir reden ab und zu mal, aber ja. Ne? Ja, ich hoffe, euch gefallen meine Videos so und so und so. Und ja, jetzt geht's weiter. Und die Parts gehen immer so 14 Minuten. Also nicht wundern. Mein Gott! Beeil dich jetzt mal ein bisschen, Mann. Hi, I'm Misty. Was ist denn jetzt los schon wieder? Hi, I'm Misty. Mann. Ich hab überall rauf, ey. Oh mein Gott.
Und jetzt speichern wir und wir speichern das, den obersten Spielstand einmal. Und wir speichern den 8., weil der 8. wird unser Sheet-Teil sein. Und wir sehen uns im nächsten Part von GTA 3 Let's Play. Und nicht wundern, wenn Let's Play nicht dort stehen sollte, sondern Let's Sheet. Das heißt ja Let's Sheet. Also nicht Let's Play, sondern Let's Sheet. Also wenn ich GTA 3 Let's Sheet heiße, dann ist das der 8. Spielstand. Da machen wir keine Mission, sondern da cheaten wir ein bisschen und machen ein bisschen Stress oder so. Und bei den Let's Play, da werden wir nicht cheaten. Da werden wir alles auf normal spielen, also ohne irgendwas zu cheaten. Und auf den 8. werden wir natürlich auch noch Mods installieren. Das heißt, wir werden ein bisschen die Autos anmodden lassen und die Waffen natürlich auch noch. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns im nächsten Part. Euer Mr. Mutant GTA 5. Ich habe gesagt 14 Minuten. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Und viel Spaß. Und bevor ich es vergesse, ihr könnt natürlich, wartet mal, ihr seht es ja hier, ja, jeder, der mal GTA 3 gespielt hat, GTA 2 und 1, hat man ja aus der Vogelperspektive gespielt, Ansicht, ne, von oben hat man, und das ist die Ansicht von oben, so hat man früher mal gespielt, die Teile, das kann ich ja natürlich auch machen, ne, weil extrem schwer sein sollte mit Schießen und so, das wird nicht so einfach sein, aber es ist auch ganz nützlich, kann man auch mal aus Spaß machen. Aber naja, gut. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann. Euer Mr. Mutant GTA 5. Und ey, man dreht sich doch mal auf. Die Steuerung ist kacke, ey. Ich muss die mal. Bevor wir hier den Part beenden werden, ich guck mir erstmal die Steuerung an. Ob man die ändern kann. Komm. Ach, guck mal, jetzt haben wir es. Seht ihr das? Jetzt haben wir es ordentlich eingestellt. Hier, jetzt sieht man das. Das mag ich. So ist das in Ordnung. Gut, wir werden uns im nächsten Part sehen. Von GTA Vice City. GTA 3 meinte ich natürlich. Und ja, so hat man früher gespielt, ey. Das ist doch voll geil, Mann. Na, guck mal, jetzt sind wir auch schon an 40 Minuten. Das ist doch schon gut. Wir machen uns mal eine Challenge auf. Wir werden mal zusammen alle. Ich werde mal eine Challenge aufmachen, so die ganze Zeit zu fahren, ohne einen Unfall zu bauen. Das ist doch eine Challenge, oder? Kommt aber beim Sheet mit. Und jetzt während der Fahrt rausspringen. Jo. Naja, gut. Wir werden uns im nächsten Part sehen von GTA Vice City. Und da. Vice City, Mann, GTA 3, Alter. Was ist los? Gut. Dann werden wir mal sehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sind bei Let's Sheet. Warte mal, ich muss den Spielstand nochmal nachladen. So, wir werden uns dort sehen. Bis gleich. Ja, Mr. Lügner, ich cheate mal gerne. Und was machen Sie so in der Freizeit? Ich heiße Marvin.